Zuerst mussten zwei Verkehrsinseln und anschließend eine Mauer an einem Kiosk dran glauben. Der Busfahrer eines Linienbusses in Mayen hatte vermutlich einen Schwächeanfall erlitten. Wie die Polizei bestätigte, war diesem zuvor schwarz vor den Augen geworden. Danach überfuhr dieser zwei Verkehrsinseln und kam anschließend von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Bus mit einer Hauswand und einer angrenzenden Garage. Wie die Polizei berichtet, wurde glücklicherweise niemand verletzt. In dem Linienbus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste. Der 61-jährige Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Vor Ort waren neben der Polizei auch Rettungskräfte des DRK, der Feuerwehr sowie des städtischen Bauhofes im Einsatz. Die Unfallstelle musste für circa eine Stunde für den Verkehr gesperrt werden. Der Bus war nicht mehr fahrtüchtig. Durch den Zusammenstoß war eine Mauer aus Ziegelstein zusammengebrochen. Der Schaden wird auf mindestens 23.000 Euro geschätzt.